sind wir ja wieder. Und wir sind immer noch draußen. Und es ist total vorgedreht, weil jetzt sieht es ja draußen trotzdem ein bisschen aus wie drin, weil wir Plakate aufgehangen haben. Ja, ich dachte mir, das ist doch irgendwie hübsch, wenn wir hier noch ein bisschen Deko und so. Ist doch immer hübsch. Weiß, kommt schon wieder Wind. Also, Vergleiche heißt die Kategorie. Vergleiche? Vergleiche. Welche der folgenden Schauspielerinnen ist am jüngsten? Sagst du mir doch nicht? Ich fand es spannend, da ist nichts zu sagen. Jennifer Aniston, Eva Longoria. Wer ist Eva Longoria? Ich dachte, das ist eine Sängerin. Okay. Cameron Diaz oder Christina Applegate? Ja, das ist ja jetzt die Frage, von wann die Frage ist, ne? Die sind ja zwischen älter geworden. Ja. Am jüngsten? Ja. Eva Longoria. Das ist richtig. Die ist geboren 1975. Wie kannst du das wissen, wenn du die Frau gar nicht kennst? Weil die anderen alle alt sind. Die sind gar nicht so viel älter. Welcher dieser beiden Filme ist älter? Der Mönch mit der Peitsche? Das ist der Edgar Wallace. Ja, das ist schon klar. Das steht hier extra in Klammer, damit man ihn nicht verwechselt mit einem anderen. Mit dem anderen Mönch-Peitsche-Film. Und Goldfinger, da steht in Klammer James Bond. Welcher ist älter? Goldfinger ist irgendwas End-60er. Und Goldfinger. Glaubst du, Goldfinger ist älter? Ich sag Goldfinger. Das ist auch richtig, obwohl er mit 60er ist. 1964. Und der Mönch mit der Peitsche ist 67. Toll. Oh, verdammt, Gabi. Welcher der folgenden Schauspieler ist am ältesten? Ashton Kutcher, Colin Farrell, Shia LaBeouf oder Macaulay Culkin? Boah, das ist schwer. Colin Farrell. Glaubst du, der ist am ältesten? Das ist richtig, der ist nämlich 76 geboren, der ist ja fast unser Jahrgang. Ja, der ist noch älter als wir, also der ist auch schon richtig alt. Ja. Aber da musst du jetzt auch alles wissen, okay? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So. Das mag ich zu bezweifeln. Es bleibt bei solchen Schätzungsdingen. Das ist Vergleichfragen, ja. Welche der folgenden Schauspielerinnen ist am ältesten? Mhm. Ist am ältesten? Achso. Vorhin war es, welches am jüngsten, ne? Ja, jetzt kommt, wer ist am ältesten. Das sind dieselben Leute. Echt? Fast. Jennifer Aniston? Ja. Eva Longoria? Ja. Cameron Diaz oder Sarah Jessica Parker? Oh, jetzt ist natürlich nur die Frage, ob Jennifer Aniston älter ist als Sarah Jessica Parker. Ich glaub's nicht. Ich glaube, Sarah Jessica Parker ist richtig, richtig alt. Glaubst du, die ist noch älter? Jetzt rate ich quasi mit dir zusammen, ich habe noch nicht geguckt. Also ich weiß es nicht. Es ist jetzt bloß mein Gedanke. Ich glaube das auch. Ich glaube, die ist älter. Die ist nämlich nur richtig. Oh Gott, hoffentlich sieht sie nie diese Folge. Sarah Jessica Parker, geboren 65. 65, ich habe einen Punkt. Das heißt, die ist jetzt ja schon fast 70 Jahre alt. Aus der Welt des Films. Bei welchem der folgenden Filme führt Steven Spielberg nicht Regie? Ja. Die stehen hier nicht. Ah. Jetzt gibt es eine extra Seite nur mit dem Film jetzt. A, E.T. der Außerirdische, Zurück in die Zukunft, Terminal oder Jäger des verlorenen Schatzes? Die brauchst du eine Pfeife, die Frage. Was? Wo? Was? Wo? Was? Ich hab das dritte nicht verstanden. Terminal. Ah ja. Entschuldigung, brauchst du das dritte überhaupt nicht zu hören, um zu wissen, wo Steven Spielberg nicht Regie geführt hat. E.T., Zurück in die Zukunft, Terminal oder Jäger des verlorenen Schatzes? Das ist voll gemein jetzt. Es ist Zurück in die Zukunft. Ja, wieso ist das voll gemein? Ja, weil ich gerade total verunsichert war durch deine extreme Sicherheit. Ja, aber wir reden doch die ganze Zeit über Zurück in die Zukunft und sowas. Und ja, ich weiß. Dass das nicht Spielberg ist. Ja. So, es ist Zurück in die Zukunft. Welcher der folgenden nominierten Filme erhielt den Oscar für die besten visuellen Effekte? Der Sturm, Gladiator oder Hollow Man? Hollow Man. Ist das deine Antwort? Ja. Gladiator. Oh. So. Was ist denn die heutige Kategorie? Du schmutziger Mann. Ja, die Wand wehrt sich. Himmel und Hölle, das ist also alles, was irgendwie mit Himmel und Hölle zu tun hat, ne? Ja, fand ich ehrlich gesagt eine ziemlich schwere Kategorie. Naja, dadurch, dass... Weil ich das Ganze überlegen musste, was könnte man denn jetzt da alles dazu zählen? Dann alles. Wurde es mehr, aber im Endeffekt habe ich jetzt sehr einseitig ausgewählt. Ach, jetzt mähen die da wieder. Es ist ja, nein, du kennst ja im Prinzip, ja, jetzt, das hat,
Die haben da letztes Jahr schon gemäht. Ja, rufen auch noch laut, während sie mähen. Also Himmel und Hölle. Wir sind in der Mähhölle. Ich fang ganz einfach an. Ich fange mit einem ganz kleinen Film an. 80 Minuten, produziert von Nainim Shyamalan aus dem Jahr 2010, Devil. Oh Gott. Da ja, Devil schon im Namen vorkommt, dachte ich, passt das zu Himmel und Hölle. Ja, das ist gut. Zum Inhalt will ich gar nicht viel sagen, weil es gibt doch gar nicht so viel zu erzählen. Es beginnt damit, dass ein Mann aus dem Fenster springt, man weiß noch nicht genau warum. Und kurz darauf bleibt ein Fahrstuhl in einem Hochhaus mit 6 Personen stecken. Ja. Von außen wird per Kamera wird beobachtet, was in diesem Fahrstuhl passiert, weil sie versuchen jetzt den Fahrstuhl natürlich wieder los. Ist erstmal jetzt an sich kein Problem, ne? Dann aber passieren seltsame Dinge in dem Fahrstuhl. Es geht nämlich immer mal wieder das Licht aus. Und wenn das Licht wieder angeht, ist irgendwas passiert. Am Anfang hat eine junge Frau plötzlich Bissspuren. Und dann systematisch sterben Leute in diesem Fahrstuhl. Das Licht geht wieder an und keiner wird es gewesen sein. Und ja, man weiß auch nicht, wer es gewesen ist. Aber hört man denn, wenn das Licht aus ist, was? Man hört auch Geräusche, ja. Ah, okay. Ist ein großer Fahrstuhl? Gar nicht mal so groß. Also es ist wirklich... Aber 6 Personen in einem Fahrstuhl, da ist ja nicht viel Platz. Nein, das ist wirklich auch ein bisschen beklemmend. Im Verbund mit dem Abschiedsbrief des Menschen, der am Anfang des Films aus dem Fenster gesprungen ist, weil er nämlich eine Präsenz des Teufels sich nähern spürt. Verwirrter Satzbau, ich mach grad Kleist. ergibt sich so ein Gesamtbild, dass man da denkt, da ist irgendwas Übersinnliches im Spiel und der Teufel ist mit dem Spiel. Es ist der Teufel auch. Und ich sage jetzt aber nicht weiter, wer oder wie oder was, warum. Also, das ist ein Film, der rauscht einfach so kurz vorbei. Der ist aber spannend. Ja, es ist halt auch ein beklemmender Grundgedanke, dass du mit jemandem, und alle haben Angst, also nachdem, was, wie sie so tun, haben alle Angst, dass der jeweils andere das ist. Und irgendeiner muss es dann sein. Und, schöne Grundkonstellation. Ja, also es ist so ein bisschen, schürt Paranoia und Angst in engen Räumen. Ja, das war mein erster Tipp auch schon. Ich habe mich jetzt eher auf die Hölle konzentriert, als auf den Himmel. Da hätten wir aber auch Hölle nennen können. Das stimmt, aber es passiert einfach so. Und es sind auch ehrlich gesagt alles genreverwandte Filme. Ich fange mit einem Film an, der sofort ein bisschen aus der Spur fällt, nämlich ein Science-Fiction-Horrorfilm von Paul W.S. Anderson mit Lawrence Fishburne und Sam Neill aus dem Jahr 1997. Was könnte das sein? Science-Fiction, Lawrence Fishburne. Paul W.S. Anderson? Ja. Denkt man gar nicht, dass es von ihm ist. Egal, der Film heißt Event Horizon. Am Rande des Universums. Ich glaube, die habe ich nie gesehen, glaube ich. Wir befinden uns im Weltraum im Jahre 2047. Ein Bergungsschiff soll das seit 2040 verschollene, mit einem revolutionären schwarzen Lochantrieb ausgestattete Raumschiff Event Horizon in der Nähe des Neptuns bergen. Mhm. Sie finden das Schiff auch, stellen jedoch fest, dass sich alle Besatzungsmitglieder auf bestialische Weise entweder gegenseitig oder selbst getötet haben. Bald wird klar, dass das Schiff sich durch den revolutionären schwarzen Lochantrieb in eine andere Dimension versetzt hat und von dort ein, ich sage mal, Innenwesen mitgebracht hat, das sämtliche Ängste, quasi eine Vorstellung der Hölle, manifestiert. Boah. Deswegen habe ich Ihnen diese Kategorie genommen. Ob es den Bergungsbesatzungsschiffmitgliedern gelingen wird, in diesem sehr spannenden Horrorabenteuer diese Situation zu meistern, verrate ich euch nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich mochte das, der ist jetzt schon auch B-Movie, ja? Das ist schon irgendwie auch ein B-Movie, aber ich fand ihn einfach sehr spannend. Ich mag das ja auch, wenn dann Filme einfach mal, aber das nicht tiefgründig noch in irgendeine andere Richtung gehen oder sowas, sondern sagen, wir dienen jetzt ein Genre und das ist es jetzt. Ich habe noch eine hübsche Kritik. Event Horizon ist wahrlich kein großer Wurf, doch er behauptet zu keinem Zeitpunkt mehr zu sein, als er tatsächlich ist. Das meine ich. Ein oberflächlicher, auf Schockeffekte ausgelegter B-Horror-Film. Wer mit dem Genre, das der ordentlich macht. Und wer damit was anfangen kann, der ist bei dem Film gut bedient. Ja, finde ich auch. Manchmal will man ja auch einfach nur das. Ja. Pass auf. Ja, pass ich auf. Palim, 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 da komme ich jetzt mit einem Film um die Ecke. Und zwar aus Belgien, Frankreich, Luxemburg. Nein! Und da soll noch einer sagen, wir hätten immer nur amerikanische Filme. Genau. Hat schon lange keiner mehr gesagt. Aus dem Jahr 2015, das brandneue Testament. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht auch... Ah! Aber
Ja, ja, ist quasi, ja, es, ja, es geht quasi um den Himmel, um Gott und... Stefan Eichberg hat ihn gesehen und fand das sehr lustig. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, ja, von wem der Film ist, wer da mitspielt, weil es alles Belgier, Franzosen, Luxemburger sind und ich sowieso nicht aussprechen kann. Und bevor ich mich noch mehr lächerlicher mache als sonst, lasse ich das einfach. Also, es geht um die 10-jährige Ea, die wohnt mit ihrem Vater und ihrer unterdrückten Mutter in einer Wohnung und durfte da die ganzen 10 Jahre noch nicht raus. Der Clou der Sache ist, ihr Vater ist Gott und wohnt in Brüssel. Und sie ist halt Gottes Tochter. Ja. Sie hat noch einen Bruder, der ist aber tot. Ja. Den haben die Menschen umgebracht. Ja. So. Die Geschichte und, kennt man, glaube ich. Und Gott ist halt der totale Assi. Der hängt im Bademantel zu Hause rum, sitzt in seinem Arbeitszimmer, in das keiner rein darf, am Computer und denkt sich dauernd neue Regeln aus. Gebote für die Menschen. Aber nicht so Gebote, wie was du nicht tun sollst, sondern so, ja, ah ja, wenn die Regel 2870, wenn Marmeladenbrot runterfällt, dann immer auf die Marmeladenseite. Und die Ea hat die Schnauze voll. Die will auch mal was Gutes tun, wie ihr Bruder. Ist dann auch ganz süß, bespricht das auch mit ihrem Bruder, weil in ihrem Zimmer so eine kleine Jesus-Statue steht und dann spricht sie dann mal an, der wird dann lebendig und sagt, ja klar, geh doch raus, such dir auch ein paar Apostel und sagt, ja, wie viel sollten wir dann, ja, vielleicht du noch 6, dann haben wir zusammen 18, das ist wie beim Baseball und Mama steht doch so auf Baseball, Mama sammelt nämlich Baseballkarten. Dann entflieht sie durch die Waschmaschine, weil Jesus ihr sagt, wenn du das auf Schongang stellst und die und so in Drehungen, dann geht hinten ein Geheimgang auf und dann kannst du aus der Wohnung raus. Und dann haut sie durch die Waschmaschine ab und landet in der echten Welt in Brüssel. Und fängt an, sich 6 Apostel zu suchen. Vorher noch, hätte ich jetzt beinahe vergessen, ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe noch nicht einmal wirklich was abgelesen. Das ist toll. Ist fun. Du hast das ist vielleicht genau der Punkt. Du hast es aufgeschrieben, deswegen weißt du es jetzt. Ich muss es trotzdem immer ablesen. Bin aber schlecht bevor sie durch die Waschmaschine abgehauen ist, hat sie allen Leuten auf der Welt per E-Mail ihr Todesdatum gesandt. Also nicht ihrs, sondern das von den Leuten jeweils. Das heißt, alle Leute kriegen auf einmal eine E-Mail, wo drin steht, hallo, ich bin die Tochter Franz Gottes. Du hast noch, nee, das gar nicht, sondern einfach nur, du hast noch 12 Stunden, 3 Tage, also 3 Tage, 12 Stunden und sind so 5 Minuten. Das macht natürlich was mit den Leuten. Ne? Also, da gibt es zum Beispiel einerseits, das ist so ein lustiger Running Gag, Kevin, der immer wieder dem sagt, hallo, hier ist Kevin, der springt aus dem Fenster, weil noch 62 Jahre zu leben, springt aus dem Fenster, weil er weiß, er lebt noch 62 Jahre und irgendwas wird passiert. Einmal landet er halt zufällig auf einen anderen Menschen, der dann tot ist. Oh. Dann springt er aus dem Flugzeug, aus dem, hallo, er hat trotzdem Verletzungen immer mehr, du siehst, wie er immer kaputter ist, aber hier ist wieder Kevin, springt aus dem Flugzeug und landet auf einem anderen Flugzeug und lebt aber noch. Und andere sind halt, dann nehmen das ganz anders wahr, oder? Der Clou ist halt, dass dann Gott so ein bisschen seine Macht verliert, dass die Leute haben keine Angst mehr, sie wissen, was passiert. Sie können sich damit auseinandersetzen. Das ist auch in der Tat eine sehr interessante Idee. Was mache ich denn, wenn ich weiß, ich habe noch 6 Jahre. Ganz genau weiß, entweder ich habe noch 6 Jahre oder was mache ich, wenn ich weiß, ich habe nur noch 3 Tage. Oder es kann mir nichts passieren, weil ich habe noch 35 Jahre oder sowas. Und sagt, so geht sie halt raus, sucht sich 6 Personen. Und das ist eigentlich so der Hauptkern des Films, dass man 6 Personen sieht, die alle jetzt auf dieses Todesdatum reagieren. Man kriegt ihr Leben vorgestellt. Es ist wie so 6 kleine Filmchen, wo man diese Leute vorgestellt kriegt. Und dann geht sie zum nächsten. Und irgendwann kommen diese Leute auch alle zusammen und gibt es noch eine kleine Geschichte am Ende. Aber da wird der Film auch sehr poetisch, weil es ist auch ein bisschen skurril. Die eine, gibt es eine einzige, die ich jetzt nennen werde, Catherine Deneuve, die aus ihrer Ehe ausbricht und mit einem riesen Gorilla eine Liaison anfängt, weil sie sich da geborgen, weil das Tier sie fasziniert. Da kommt der Mann nach Hause und sie liegt mit dem Gorilla im Bett. Sie sagt, was ist denn hier los? Sag mal, du bist doch wohl bescheuert. Da kommt der Gorilla. Also wirklich auch ein bisschen seltsam, aber ganz, ganz poetisch. Und der Film wurde, glaube ich, auch eher, wenn du so drüber redest, auch ja, lustig, super lustig. Und das, wenn man das so erzählt, ist das auch. Aber ist er eigentlich gar nicht so sehr. Also dieser Grundgedanke ist natürlich lustig, es hat aber auch was ganz Bitteres. Weil wenn du siehst, wie Gott zu Hause seine Tochter und seine Frau behandelt, ist das eigentlich nur bitter. Und ich würde ihn als Melanködie beschreiben. Eine Melanködie? Ja, habe ich mir ausgedacht. Ich bin als beim ersten Mal gucken auch mit dem Gedanken rangegangen, dass der super lustig sein muss. Und war dann eher ein bisschen verwirrt, weil er eher eine Poesie auch hat, die jetzt nicht zum dauernden Schenkelklopfen anregt. Was dann sehr derb ist, ist, dass Gott ihr folgt und dann in der Stadt seine Tochter sucht und Wut entbrannt. Also er scheitert dann so ein bisschen an seiner eigenen Schöpfung. Er wird verprügelt, er geht in die Kirche, will sich Armspeisung geben lassen, drängelt sich aber vor, wird dafür verkloppt.
Und also er eckt an dem an, was er selbst geschaffen hat. Das ist dann eher so eine Art von ein bisschen derber Humor, der da stattfindet. Aber alles, was mit der Tochter zu tun hat, ist sehr poetisch. Wunderschöne Bilder am Ende, ganz schönes Ende, wenn er nämlich die Göttin die Macht ergreift und die Welt so gestaltet, wie sie das sich eher vorstellt, nämlich also die Frau, die aus ihrer Unterdrückung aufwacht. Schöner Film. Mensch, Meier, das sind ja heute Filmtipps da. Das sind ja Schmankerl. Absolut. So, mein nächster Film ist wieder mal aus dem Jahr 1997, wie übrigens Event Horizon auch. Das ist interessant, da habe ich Abitur gemacht. Das ist ein ganz besonderes das Jahr für mich. Das ist doch kein Zufall. Ja, verrückt. 97 ist wirklich so ein markantes Jahr. Und den Film kennen ganz bestimmt ganz viele. Ich habe ihn jetzt trotzdem genommen. Und zwar im Auftrag des Teufels. Mit Al Pacino und hatte ich auch kurz, Keanu Reeves. Sehr schön. Sehr ja. Gut. Bin ich bei dir. Ich finde, der lohnt sich allein wegen des großartigen Spiels von Al Pacino. Gerade auch dieser Schlussmonolog. Dieser Monolog. Hammer. Hammer. Auch hochinteressant gedreht, weil sie den nicht in einem durchgedreht haben, sondern sie haben den sehr oft gedreht. Und Al Pacino ist ja auch bekannt dafür, dass der total wild improvisiert. Also der macht es nie zweimal gleich. Mhm. Und sie haben auch das Licht sehr stark verändert während des Drehens, sodass du Momente hast, da konnten die halt dann wild schneiden innerhalb dieses Monologs. Und teilweise ist das Licht dann von unten, dann teilweise wieder von vorne. Bla bla. Das ist sehr spannend gemacht. Ich finde ja sowieso, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, wenn so der Teufel irgendwo personifiziert wird und das ist ein toller Schauspieler, das ist irgendwie schon, dann mag man Filme schon einfach nur, weil man wartet auf diesen Schlussmonolog. Bei Konstantin, wenn Peter Stormare oder sowas als Teufel kommt. Auch super. Oder Angel Heart oder sowas. Konstantin hat es doch, weiß ich nicht, ob du den schon genannt ja, hattest. Konstantin mal. Hatte ich mal genannt bei Geht immer, das geht immer. Jedenfalls spielt Keanu Reeves einen jungen Staranwalt, auf den eine skrupellose und, wie sich später herausstellt, in viele illegale Aktivitäten verstrickte Anwaltskanzlei aufmerksam wird, da er wieder besseren Wissens einen Jugendsexualstraftäter freibekommt. Er ist da so ein bisschen hin und her gerissen schon, aber er entscheidet sich dann, weil er angestachelt wird von einem Reporter auf der Toilette, entscheidet er sich, dass er den verteidigt, was ja auch an und für sich sein Job ist. Also jemanden gut zu verteidigen, ist sein Job. Er macht es halt mit sehr krassen, man möchte sagen, unlauteren Methoden, mhm, indem er die Glaubwürdigkeit des Opfers, mhm, massiv untergräbt. Das, mhm, müsste er natürlich so eigentlich nicht machen. Ja, egal. Jedenfalls findet er das natürlich sehr cool, dass er von dieser Anwaltskanzlei angesprochen wird. Und er und seine Frau gehen dann noch in New York und genießen ein sehr luxuriöses neues Leben. Doch bald kommen ihm auch Zweifel. Vor allem, was seinen neuen Chef angeht. Der sich, so viel sei verraten, im Laufe der Zeit als der wahrhaftige Teufel herausstellt. Ein bildgewaltiger und, ich gebe es auch zu, jetzt nicht sonderlich differenziert gestalteter Film. Ist schon so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, aber es ist großes Popcorn-Kino, finde ich. Vor allem durch die brillante Darstellung von Al Pacino, wie ich gerade schon sagte. Ja, im Auftrag des Teufels. Ich habe jetzt, ich bleibe eher im himmlischen Geschäft. Ja, also, ja, das ja. Ist ja auch, also, das ist doch eigentlich auch gut, dann bin ich das Teufelchen und du bist der Himmelsbote. Ja, was auch Devil am Anfang. ich möchte eine kleine Lanze brechen für einen deutschen Film, der, glaube ich, schlechter aufgenommen wurde, als es eigentlich, finde ich, verdient hat. Weil ich ihn irgendwie doch... Mit Florian David Fitz? Nein. Nein, okay. Nicht Jesus liebt mich. Oder? Das war doch Florian David Fitz. Ja, ja. Ja. Nein, Buddy von Michael Bulli Herbig. Ja. Den ich noch nicht gesehen habe. Ich hätte quasi alle Filme hier nehmen können. Filme, heute ist es... Heute ist Gabi, Filme, die Gabi und Olli nicht kennen, Tag. Ja, aber echt. Es geht um einen jungen... Geschäftsmann, der heißt Eddie und der halt so ein bisschen Bruce Wayne-mäßig reich ist, eine Firma hat, so eine Sprudelwasserfirma, so eine Energiedrinkfirma, und aber sich eigentlich darum nicht schert, sondern lieber so einen Lebemann, Party, Frauen und ihr macht das schon irgendwie so zu seinem Geschäfts-, hier im Firmenrat, irgendwie dieses, also ne, Geschäftsführung, ja, genau sowas. Ja. Und irgendwann, den einen Abend aber, steht plötzlich ein Mann in seinem Schrank, in seinem Kleiderschrank, der auch nicht weggeht, der von anderen nicht zu sehen ist. Der stellt sich als Buddy vor und meint, er ist sein Schutzengel. Da folgt dann erstmal eine Zeit, wo der Eddie das nicht so richtig akzeptieren möchte und deswegen quasi völlig durchdreht und nicht mehr schlafen kann und es nicht wahrhaben möchte, dass der da ist.
Und nachdem man es dann irgendwann so richtig am Boden ist und völlig fertig schon, akzeptiert das mal. Und dann bringt der Buddy ihn dazu, oder möchte ihn dazu bringen, eine sich in eine Pflegerin zu verlieben. Die heißt Lisa, wird von Mina Tander gespielt und Eddie wird übrigens von Alexander Fehling gespielt. Ah ja. Der macht das auch sehr schön. Ich finde, ein kleines, mag ich sowieso gern. Ja, ein kleines Manko bei dem Film ist, dass ich jetzt so, als ich ihn mir nochmal angeschaut hatte, das Gefühl hatte, es gibt zwischen den beiden, die sich verlieben, jetzt nicht die hundertprozentig perfekte Chemie. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt ja manchmal so Pärchen, wo du sagst, so, ah, das ist so. Und da denke ich so ein bisschen, naja, das nehme ich jetzt mal so hin, das glaube ich jetzt mal. Aber ich glaube, es hätte vielleicht noch ein besseres. Also nicht, dass einer von den beiden das schlecht spielt, aber irgendwie... Aber, also dieser Bully sozusagen möchte das Leben, dieses oberflächliche Leben von dem Eddie sozusagen in Bahn lenken und möchte, dass er mit dieser Frau zusammenkommt. Die hat einen kleinen Sohn auch noch. Spielt denn den Buddy auch der Bully? Den spielt auch der Bully, Entschuldigung. Okay, weil du gerade Bully sagtest, dann dachte ich mir, Buddy, wenn das jetzt nicht der Bully spielt, dann wäre es falsch gewesen. Ja, genau, der Buddy, aber der Buddy wird gespielt von Bully selber und der macht das auch sehr schön. Und ja, das ist halt... So ein deutscher Film, der ein bisschen aussieht wie so ein Til Schweiger-Film, aber ohne Til Schweiger, Gott sei Dank. Dafür haben wir mit Bully, das finde ich schon sympathischer. Der hat halt auch so einen, diesen... Es ist wieder soweit! Til Schweiger-Bashing! Nein, aber der hat halt auch dieses, was die Til Schweiger-Filme auch immer alle haben, diese hochgezogenen Kontraste, so ein bisschen, ne? Die Mexiko, der Mexiko-Filter. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Und er hat zwischendrin auch immer mal voll krasse Action-Szenen, die vielleicht auch ein Tuck länger, die fast James Bond-artig sind, Verfolgungsjagden und sowas zu Fuß und die aber immer zu einem zum Ziel führen. Also ich finde, der ist nicht schlecht gemacht. Du weißt auch, wo der Film landet im Endeffekt. Aber er ist sympathisch gespielt. Er hat mich am Ende extrem gerührt, weil ich da nicht, vielleicht bin ich auch ein Trottel, dass ich da nicht drauf gekommen bin, was zum Schluss sag's nicht, was zum Schluss offenbart wird. Aber da, ich musste weinen. Ich musste, als ich jetzt wieder geguckt habe, nochmal weinen. Ja, ich finde, der hat gar nicht so gute Kritik. Ich glaube, alle haben was anderes erwartet, keine Ahnung, weil es ist kein Bully-Klamauk-Film. In welchem Kontext kam der raus? Was waren da davor? Ich glaube, davor hat er die Wiki-Filme gemacht. Oder den Wiki-Film. Okay. Und er wollte, glaube ich, ist ja, manchmal ist es ja auch so, dass die Leute dann irgendwas erwarten, was so sehr stark an das anknüpft, was davor war. Ich finde das eine sympathische Komödie mit guten Leuten. Auch immer wieder wirklich gut gesetzten Gags trotzdem dazwischen, aber halt nicht so mega Klamauk. Und ganz witzig, damals, als der rauskam, hat Bully selber so eine Art Promotion-Serie dem noch vorangestellt. Ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hattest. Die hieß Bully macht Buddy. Nee. Und das war ein ganz komisches Format, weil das war, glaube ich, 6 Teile oder sowas. Eine Sitcom, eine deutsche Sitcom, quasi über Bully privat, in Anführungsstrichen, der, wie er den Film schreibt, wie er die Leute zu ihm kommen, teilweise die auch in dem Film mitspielen. Aber in ganz, ganz kleinen Rollen, also die großen Rollen spielen in dieser Serie nicht mit. Aber das war nicht so lustig, glaube ich, wie es gedacht war. Aber ich hatte das damals sogar aufgenommen und habe es auch noch. Aber es war ganz ungewohnt, eine deutsche Sitcom, da war noch mit Lachern und sowas. Und, aber war eine witzige Grundidee, sozusagen seinen eigenen Film zu promoten, indem man eine fiktive Serie darüber macht, wie man den Film entwickelt. Da komme ich ja schon zu meinem letzten Filmtipp. Was heißt schon? Ich glaube, die Folge ist schon... länger als Gott gebraucht hat, die Erde zu erschaffen. Ja, wir machen dann auch am 7. Tag Pause. Ein Film aus dem Jahr 1999. Ich habe nur 90er-Jahre-Filme rausgesucht. 1999, ja, sag mal. Ja. Sag mal was. Mit Gabriel Byrne. Ja. Arnold Schwarzenegger? Nein. Aber da gibt's auch einen, ne? Da gibt's auch einen. The Sixth Day. Ja, ja, wo Gabriel Byrne der Teufel ist. In dem Fall ist Gabriel Byrne nicht der Teufel und der Film heißt Stigmata. Ah ja. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig großartig angekommen bei den Kritiken, weil man sagt, er kommt so ein bisschen wie so ein MTV-Musikvideo rüber und er hat sich nichts Neues ausgedacht und bla, das stimmt auch alles. Ja, also oh, egal. Ist mir wurscht. Ich fand ihn irgendwie trotzdem sehenswert. Ich mag solche Filme manchmal auch. Ich finde eben auch, weil er optisch eben, er ist manchmal sehr bunt und optisch einfach auch ein bisschen mutiger in manchen Sachen und da greift er eben auch manchmal ein bisschen daneben. Mhm. Und ist aber okay. Es ist ein Mystery-Thriller. Man kann ihn, wie gesagt, zu Recht ein bisschen unausgegoren und auch als ein historisch absolut unhaltbares Machwerk bezeichnen. Aber man kann ihn auch als einen spannenden Thriller mit großem Schauwert sehen.
Ich verstehe beides. Gabriel Byrne spielt einen katholischen Priester, der sich selber aber eher als einen Wissenschaftler sieht und der wird immer ausgesandt, wenn irgendwo Wundererscheinungen, zum Beispiel eine weinende, blutweinende Madonna oder irgendwie sowas, auftauchen und da wird er dann hingeschickt vom Vatikan und der soll überprüfen, ob das Fake ist oder ob das vielleicht wirklich eine Art Wunder ist. Und er wird nun beauftragt, am Anfang des Films, dass er zu einer Frau kommt, die heißt Frankie, Patricia Arquette, und die zeigt eben, und das ist ziemlich krass, ist jetzt nicht so nur, dass sie einfach plötzlich auftauchen, sondern sie erlebt da wirklich auch das Leid und die Schmerzen, und zwar Stigmata bekommt sie. Mhm. Also die typischen Wunden Christi am Kreuze, und er soll eben rausfinden, was es damit auf sich hat. Und was diese ganze Sache mit dem apokryphen Thomas-Evangelium zu tun hat, die Apokryphen sind Bücher, weißt du, ne, die nicht in den normalen Kanon der Bibel aufgenommen wurden, aber auch aus dieser Zeit manchmal sind. Also die auf der Extended Version dann drauf wären. Die wären sozusagen auf der Extended Version, genau. Und da gibt es eben tatsächlich auch das Thomas-Evangelium, das gibt es. Und was es damit auf sich hat, also warum das in diesem Film eine Rolle spielt, das erfahrt ihr, wenn ihr euch den Film anschaut. Oh, verdammt, da muss man dazu. Dieser Gabi, der ist immer in der Luft hängen. Ja, ich will immer nicht weiter erzählen. Immer will man gerade so, ah, oh, nee, doch nicht. Ja, das ist quasi ein filmischer Coitus. Ja, wollte ich auch gerade. Ja. Ich kriege langsam kalte Füße. Es ist ganz witzig, weil. Oh, du hast schöne Schuhe. Ich habe total schöne Schuhe. Ja, oder? Die sehen echt hübsch aus. Ich habe nur so Latschen an. Ich dachte mir, jetzt ist ja langsam wieder Sonne, da kann ich auch mal solche schönen Schuhe wieder anziehen. Genau. Ich wollte noch sagen, dass, was wollte ich noch sagen? Genau, jetzt ist wieder ein bisschen das Dan Brown-System. Sie nehmen aus dem Thomas-Evangelium einzelne Teile, die da tatsächlich stehen, ergänzen sie aber mit vollkommen hanebüchen anderen Teilen, die da nicht stehen. Das ist wieder so, ja, und es ist auch nicht geheim. In dem Film wird es so dargestellt, wie wenn es so ein geheimes Buch wäre. Das ist überhaupt nicht geheim. Ja, also, toll. So, das war mein letzter Film. Ja, wunderbar. Himmel und Hölle. Ja. Wunderbar. Quiz haben wir durch. Stimmt, ja, am Anfang gequizt. Genau. Ja, dann war es das ja auch schon wieder, mein Gott. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ne? Hören wir jetzt auf? Ich habe jetzt so ein Abschiedslächeln in die Kamera geschickt. So. Soll ich auch so lächeln? Mach doch. Ja. Ist das gut? Ich sehe es nicht. Ich guck's mir später auf Video an. Ich wink mal noch dazu. Das ist vorher abgesprochen, dass Olli mal die schönen Schuhe erwähnen darf. Nein. Nein, niemals.